מוירה ורבויסאי, בוקר טוב, שבוע טוב, שלום שלום, ויר פנגן שיעור תלמוד. מה רבה? אה? שיעור גמורה, ברכות, דף סמך בית, עמוד בית. צווי ונזך צישבה, אינדמיטה. אז הוא נחר וסם ויר לצטפ. letzte zwei Wochen, ja, wir haben viel gelernt über die Halachot von Zniut in Beit HaKiseh, Bescheidenheit im, auf die Toilette, wie soll man sich benehmen. Dann, in diesem Zusammenhang, bringt die Gemara auch eine sehr interessante Meise, sehr interessante Geschichte mit David HaMelech. Wir beginnen mit David HaMelech. David, ich wollte. Und dann noch eine Geschichte mit David. Also, zum Ersten, die erste Geschichte, was hat zu tun in der der Streit, was hatte David HaMelech mit Shaul, also kein Streit, sondern Shaul hat ihm immer nachgejagt und er wollte ihn töten, aber es hat nicht gelungen. Und da erzählt die Gemara so. Nein, es ist ein bisschen oben, David. Altikre, wer amar leorgecha, vatachas alecha. Kama shurot lemala, ktsat. עוד חמש שורות למעלה. אם תצווה את הברית צהלף, הוא נורא. חתם עליך. כן, ואמר להורגך ותחס עליך. חתם עליך זה פה. שתי קשרים, וסיס גינאו די גשישתה. דוד המלך הטימר וגפלוין פון שאול המלך, ושאול וולטה עם אימר חפן, וולטה עם יגן, וחס ושולם עם אומצוברינגן. Weil er hat verstanden, Shaul HaMelech, dass David geht sein, seine Nachfolge. Ist dann einmal, wenn die waren in die Wüste, dann David HaMelech mit seinen Menschen. Er hat sich versteckt in eine Höhle. Und dann kommt gerade Shaul HaMelech und Shaul HaMelech mit seinen Menschen haben ihn gesucht, wo David HaMelech. Und dann Shaul HaMelech brauchte auf die Toilette zu gehen. Und Shaul HaMelech geht rein in eine Höhle, also einfach, was er braucht zu machen, in die Toilette. Und dann, wo geht er rein? Genau in der Höhle, wo befindet sich David mit seinen Menschen. Und dann alle Menschen von David sagen, jetzt ist gerade die Zeit. Er ist doch da, dein Feind ist doch da. Jetzt kannst du machen, was du willst, weil Shaul HaMelech hat nicht gemerkt, wer ist dort in der Höhle. Aber dann, was gemacht hat der David HaMelech? Hat geschnitten ein kleines Stück von seinem Mantel und das gehalten. Später, wenn Shaul HaMelech ist rausgegangen, dann David HaMelech geht raus von der Höhle und er schreit an Shaul: Shaul, siehst du, was habe ich da in die Hand? Das ist ein Stückchen von deinem Mantel. Ich konnte dir auch sofort machen, ein Ende machen für dich, aber ich wollte es nicht machen. Warum wollte er das nicht machen? Erzähl die Gemara da. ואמר לאורגך ותחס עליך, איש קונטה, זאת אומרת, זאת אומרת, איש קונטה דיר טוטן, אבר אישה בבאם הרצישקייטי בדיר. ברום? פרק די גמורה, וסיס ואמר, ואמר, ואמרתי מביילה, ואמר בדויטה, דס כבזי אין דריטה מן עד גזק מנזול דיר טוטן. שאול המלך קונטה, דוד זולטה זגן, ואמרתי, ונישה במיש גזק, אישה בגידך, דיר צו טוטן. ברום, ארטנדש גזק. Antwortet die Gemorre, wer amar bedeutet nicht, dass ich gesagt habe, sondern das ist nicht mein, das war nicht meine Initiative. Meine Initiative, dir Chasse Scholem zu töten, sondern das ist die Initiative von Torah. Wieso das ist die Initiative von Torah? Amar Rabbi Elazar, amalo David le Shaul. So ist die Erklärung, was David gesagt hat an Shaul. Min ha Torah ben harigata. Eigentlich von der Torah bist du verpflichtet mit Todstrafe, Chas v'Sholem. Wieso? Sharei Rodef ata, du bist doch ein Rodef. Du bist doch Rodef. Du willst mir die ganze Zeit, jetzt die vergangenen Jahre, du willst mir umbringen. Und das ist definiert in der Torah als Rodef, als Nachjager. V'Torah amra, ba lehorgecha ashkem lehorgo. Es ist ein Ding von der Torah, wenn jemand Rodef achar chavero lehorgo, wenn jemand jagt nach der andere, um ihm zu töten, dann der andere ist verpflichtet und er hat das Recht, sich zu verteidigen, auch
mit Umbringen der andere. Selbstverständlich, das ist doch eine logische und halachische Regel. Dann warum habe ich das nicht gemacht, sagt David an Shaul? Das ist mit dem, was wir gelernt haben letzte Woche. Nur weil ich gesehen habe, dass du bist ein bescheidener Mensch, also bezüglich in die Lage von Beit HaKisseh, von Toilette, dass du benehmst dich sehr, sehr bescheiden, das hat mich gezeigt, dass du bist kein Todstrafbar. Das hat mich gebracht, dir zu barmherzig, also nicht Chas v'Sholem. Ich habe damit verzichtet, dass ich wollte nicht mehr dir toten. Und Mahi, was ist die Besonderheit von seiner Bescheidenheit bezüglich Beit HaKisseh, bezüglich solcher Sachen? Weil es steht geschrieben dort, in dieser Meise, dass wenn Shaul HaMelech brauchte zu gehen auf die Toilette, was er gemacht hat, war Yabo el Gidrot Azon al Aderech, Veshamar Adan, er hat sich abgewendet zu der Seite von Weg, dort wo es gibt, wo die Vieh, wo die kleinen Vieh sich, die haben dort, es gibt dort so einen Zaun, wo die kleinen Vieh immer, die sind dort essen, die befinden sich dort, und dort selbst, er ist auch gesucht eine Höhle, und dort er ist reingekommen. Das heißt, er hat nicht einfach auf die Straße oder auf die Wüste, in der Wüste gemacht, sondern er war sehr, sehr zanua, sehr bescheiden in diesem Sinn. Und dort hat er gemacht, was er gemacht hat. Tane, Gader lifnim in Gader, Umeara lifnim bemeara leaser. Umeara lifnim bemeara. Das heißt, das war ein Mauer hinter ein Mauer, das heißt, es war schon versteckt und bescheiden, es war nicht sichtbar. Aber dort selbst auch, er ist reingekommen, auch in eine Hülle, dass er soll wirklich total versteckt sein, als er war so ein Zadik, das heißt, er war so ein heiliger Mann, so ein sauberer und reiner Mann, dass er wollte nicht, dass er überhaupt soll irgendwie sichtbar sein, wenn er macht, was er braucht zu machen auf die Toilette. Und das hat gebracht, dass David HaMelech soll Barmherzigkeit über Shaul sein haben, dass er soll ihm nicht toten. Und lehasech, amar ablazar, malamet, shesikech atzmo kesuka, und nicht nur das, das heißt, er war hinter zwei Zaun und dort auch in eine Höhle und dort auch, er hat sich auch gemacht, dass quasi er hat sich gut versteckt und bedeckt. Er hat sich verdeckt mit seinen Kleidern und so weiter. Auf jeden Fall, in diesem Zusammenhang erzählt weiter die Gemorre bei Jokom David, bei Chotet Knafa Mila, Shelo Shaubalat, was David HaMelech gemacht hat. Er wollte doch nachprüfen, er wollte doch später nachweisen, dass zeigen an Shaul HaMelech, dass er konnte ihn toten. Deswegen er hat diese Stückchen geschnitten. Sagt David an Shaul, ja, das ist ein kleines Stück von deinem Mantel. Sagt jetzt die Gemorre, Was ist gerade passiert? Wegen dem, Amar Rabbi Yosef Rabbi Chanina, Kolem Avazet Abgadim, Sof Einone Name. Einer, was unterschätzt, was macht einen Silsul in dem Gadim, in dem Mantel, da David HaMelech geschnitten hat, diesen Mantel. Das hat verursacht, dass später, wenn David HaMelech alt geworden, dann was steht, haben wir doch gelesen vor zwei Wochen in der Haftara, war Melech David, Zaken Baba Yamim, der Melech David war sehr alt, war Ichasu, Babgadim, Velo Ichamlo. Man hat ihn bedeckt mit Tausende, mit so viele Kleider und Deckel, und das hat ihm nicht geholfen. Das heißt, bei ihm geblieben kalt. Warum? Das war eine Strafe dafür, was er geschnitten hat, den Mantel von David HaMelech, von Shaul. Weil er geschnitten hat, den Mantel von Shaul, quasi ihm gemacht kalt, deswegen bei ihm ist es kalt geworden. Was hätte er machen sollen? Ah? Midake Neged Mida, genau. Was hätte er machen sollen? Ja, das ist eine gute Frage. Was soll er machen? Ein Finger zu schneiden. Eine andere Sache nehmen, um ihm zu zeigen. Ein Finger zu schneiden. Ja. Und sich zeigen könnte es ja auch nicht. Ja? Sich zeigen könnte er auch nicht, weil dann wäre er verschämt, der Shaul, was eigentlich David HaMelech nicht irgendwo müsste. Ja, das ist eine gute Frage, aber der Oberstamm mit der Gedeck mit Zadikim, Kechut HaSara, jede kleine Sache, was die gemacht haben. Da kommt die Frage, also was ist die Kesche, was ist die Sache? Das heißt, wenn David HaMelech sagt,
dass Shaul ist wirklich definiert als Rodef. Ein Rodef chayav mita. Steht geschrieben in der Torah. Vechiyarut zi shacha chabero. Ki kasher steht doch banara morasa. Ken hadavar hazeh. כאשר איש, יקום איש הנפש לרוצחו נפש, כן הדבר הזה. Das heißt, ein Reudef ist steht in der Torah. Wenn jemand, also wir reden jetzt nicht über unsere Feinde in Gaza und so, das, die alle sind definiert wie Rotfim und die sind wirklich, die haben auf sich wirklich also Todstrafe, also die sind mit Straftod wirklich verpflichtet. Aber wir reden jetzt auch zwischen Iden. Wenn ein Id jagt nach seinem Freund, dann damit, er macht sich als Reudef und er ist Chayav Mita, das ist keine Zweifel. Das ist, er ist todstrafbar, das ist ohne Zweifel. Dann wieso sagt David, ja, sagt dann Shaul, du bist eigentlich ein Reudef, aber ich habe dich nicht getötet. Warum? Weil du bist ein Zanua, du bist ein bescheidener Mann. Was hat es zu tun, eine mit der anderen? Also die Kommentatoren da, die bemühen sich zu erklären, was ist die Erklärung, was steht hinter dem? Dass Shaul war ein Reudef, ja, hat er dann gesagt, klare Worte. Nein, aber die Situation an sich, wo er war, der hat seine Zochim gemacht. Ja. Aber es gibt doch irgendwelche Situationen, wenn man, ich glaube, wenn die Zeugen dabei sind. Nein, Reudef braucht keine Zeugen. Nein, aber anders, wenn es echt immer Barschem ist, wenn man... Ja, wenn man weiß, dass er kommt nicht über Iskene Fashot, sondern über Iskene Mammon. Zum Beispiel, wenn Gott behüte, wenn ein Vater kommt zu klauen, zu stillen etwas beim Sohn, das ist was anderes. Da, weil man weiß nicht, dass Chasse Scholem, er werde ihm gar nicht machen. Hast du man fragt doch über gestern, die gestrige Parsche, ja? Man fragt doch eine gute Frage, ein Klotzkasche. Lavan fragt Jakob, wo sind die Trafim? Wo sind die Götzen? Hast du mit gestohlen die Götzen? Wo sind die? Stellt sich die Frage, warum Jakob konnte nicht sagen, genau was Abraham gesagt hat. Abraham Avinu, wenn Terach gekommen zu ihm und sagt, wer hat gebrochen da? Wer hat zerbrochen da die ganze Götzen? Was hat er gesagt? Der Große hat genommen ein Schwert und ein Axel und alle kaputt gemacht. Wieso konnte er nicht sagen, dass der Große Götzen hat gestohlen, die alle andere oder gefressen, was weiß ich. Also was sagt man? Was der Papa was man kann beantworten, zum Papa kann man nicht zum Schwiegervater. Zum Papa kann man verkaufen viele Sachen, aber zum Schwiegervater ist anders. Ja, auf jeden Fall, ja, dann, was ist da so zurück zu der Sache? Was hat zu tun, eine mit der anderen? Was hat es zu tun? Der was. Weil er ist bescheiden, weil er ist Zanua, deswegen er soll ihm verzichten, er ist kein Rodef mehr. Da kommt eine Antwort von Sefer Birkat Rosh, sagt er, weil wenn David HaMelech gesehen hat bei Shaul, dass er so ein Zanua, er hat verstanden, dass er werde ihm auch nicht stoppen. Das heißt, ich weiß nicht, ob er meint, dass er kann nicht emotional. Like that, ja, das heißt, auch wenn Shaul HaMelech jagt ihm nach, aber nicht unbedingt am Ende, er wird ihm nicht töten. Deswegen hat er gesagt, wenn er so ein bescheidener Mensch, wenn er so ein reiner, sauberer, heiliger Mann, wahrscheinlich er wird am Endeffekt mir gar nicht machen. Deswegen hat er gesagt, okay, ich verzichte. Und am Ende, so war, ja, das gar nicht passiert. Vielleicht das Anfang, das Gedder nach Gedder, zwei Gedder bei Shaul. No. Bei David war eine Pflicht, totet ihm, dass vielleicht diese zweite, eine hat andere auch gemacht. Nein, aber ich verstehe nicht. Nein, man redet doch im Prinzip, dass Shaul HaMelech, warum Shaul HaMelech ist da? Shaul HaMelech, er sucht David. Er sucht David, weil er will ihn bestrafen. Dann er ist ein Rodef. Jetzt David HaMelech hat eine Gelegenheit und die Menschen von David haben gesagt, jetzt ist gerade die Gelegenheit, dass du jetzt eine, wie sagt man, eine goldene Zeitpunkt, wie sagt man? Goldene Gelegenheit, ja? Es ist am Nutpass, ja? Das ist doch die Zeit. Sagt er, nein, ich mache es nicht. Warum? Sagt er, weil er war Zanua. Interessant. Eine Frage, darf
man den Rolf töten oder muss man den Rolf töten? Wenn man eigentlich man muss und jeder von der Seite auch muss. Das heißt, man soll versuchen, Be'ivarim, also nur mit einer Verletzung, aber wenn es geht nicht mit einer Verletzung, man muss. Es ist ein Muss. Es ist eine Pflicht. Also wäre damit eigentlich verpflichtet gewesen. Ja, sich zu verteidigen damit, ja. Weil man hat erzählt eine Geschichte über David HaMelech, dann geht man noch eine Geschichte. Und das ist eine Geschichte über die Epidemie, was war einmal bei David HaMelech, in der Zeit von David HaMelech. Was ist passiert? Im Hashem, das heißt, was ist die Verbindung da, weil das kommt wieder bei Shaul HaMelech, weil einmal hat er gesagt auch, also in diese gerade dort hat er gesagt an Shaul HaMelech, ja, David hat gesagt an Shaul, du willst mir toten, du willst mir bestrafen, aber sollst du wissen, im Hashem es itcha bi, yarach mincha. Was meint er? Yarach mincha. Das heißt, sogar, sagt er an Shaul, sogar wenn Hashem Adir quasi verführt, Adir verführt, mich zu toten, aber trotzdem, ich kann ihm quasi, ich kann es versehnen, ich kann es vergeben mit einer Mincha, mit einem Opfer, mit einem Weihrauch. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, das zu annullieren, das zu vergeben, zu absagen. Auf jeden Fall, das heißt, so sagt er, das ist ein Zitat von ein Satz, was David HaMelech gesagt hat an Shaul. Sagt die Gemore gerade stellt sich über das Wort Meisit, Hesitcha. Das ist kein schönes Wort. Amar Rabbi Elazar, Amar Lekadosh Baruch Hu LeDavid, Meisit Karat, Karitli, das ist irgendwie eine Art von Chutzpe, von Unrespekt, nicht Chutzpe, von Unrespekt, Klappe Mailo, das heißt quasi, dass der Oberster ist verfirrt, quasi provoziert, verführt, Shaul, es passt doch nicht, sowas zu sagen über den Kadosh Baruch Hu. Dann der Kadosh Baruch Hu hat gesagt an David HaMelech, so nennst du mir als Messit. Arei ani machshilcha bedavar shafilu tinukot shebet rabban yodim oto. Dann deine Strafe wird sein, dass du sollst runterfallen, du sollst begehen, so eine einfache Sache, dass auch Kinder von Cheder, die wissen das. Steht doch in Torah, wir lernen doch in Parashat Kitisa. Dichtiv, Kitisa et Rosh, Bnei Israel Efkudeyem, Natnu Ishkof Anasho. Wir lernen doch in Anfang von Parashat Kitisa, das war doch nach Chet HaEgel, dass man soll zählen die Iden, wenn man will die Iden zählen, man darf doch nicht direkt zählen, sondern indirekt. Das heißt, jeder muss geben ein Matbea, jeder muss geben eine Münze und damit man zählt die alle anderen. Das heißt, man darf nie zählen Iden direkt, auch wenn man zählt die Iden zu Minyan. Sagt man nicht 1, 2, 3, 4. Ja, sagt man ein Posu, Koshia et Amecha, Uvarech Nachlatecha, ja. Das heißt, man darf nicht direkt zählen die Iden, weil das ist eine große, das ist gefährlich, es kann Chas v'Sholem, Gott behüte, bringen zu einer Epidemie, so wie Velo je beim Negev, steht in der Torah, Velo je beim Negev, soll Chas v'Sholem keine Magefa sein. Keine Epidemie. Und dann, Ebenso, das ist auch gut, weil auch gut. Man, genau, wenn man sagt nicht eins, bedeutet das, ich zähle nicht. Okay. Ich brauche nur für mich Wissen, aber ich mache irgendwie einen Tricks. Das heißt, irgendwie, was man ändert, man Hauptsache, dass man zählt nicht direkt die Anwesende. Okay. Und sicher nicht mit den Fingern, das man macht. Ja, sondern man sagt nicht eins, nicht zwei, oder man sagt andere Pasuk. Und bei David HaMelech, so ist passiert, aber sagt uns die Gemara, das ist gerade eine Strafe, was geworden dafür, was David HaMelech gesagt hat, Mesid, genannt, der Kadosh Baruch Hu als Mesid, Chas v'Sholem. Dann David HaMelech einmal wollte wissen, wie viele Iden, wie viele Bewohner hat er in Israel. Dann was ist passiert?
Dann was ist passiert? Hat er gezählt die alle Eden, aber nicht mit dem üblichen Weg. Miad, vayamot Satan el Israel. Ja, der Satan hat ihn verführt, ja. Das ist gerade, weil er hat er genannt, Messi, der Kadosh Baruch Hu. Und dann die Strafe war, dass der Satan gerade, der Teufel gekommen und hat verführt David, hat gegeben so eine Ratschlag zu David, dass er soll, kommt mit so einer Initiative, kommt mit einer Idee, dass er braucht jetzt zu wissen, wie viele Eden wohnen gerade in Israel. Aber wie hat er gezählt? Direkt. Vayasete David beim Lemor Lechmenet Israel. Und so hat David HaMelech gemacht, dass er hat gezählt alle Eden. Vekivan demaninu lo shakal minei ayu kofer. Aber er hat sie gezählt, aber nicht mit dem biblischen Weg, wie der Tora erwartet, wenn er nur ich kofer nachschaut, dass jeder muss etwas geben, eine kleine Münze. Und so hat er nicht gemacht, sondern direkt gezählt. 1, 2, 3, 4, jeder Stadt, jeder Moschav, jeder Kibbutz hat er so gezählt. Und dann, was ist passiert? Dichtiv, vaiten Hashem dever b'Israel, ma'boker v'atet moed. Dann, der Oibeshter geschickt hat eine Strafe, eine Epidemie an ganz Am Israel. Was ist passiert dort? Steht geschrieben, dass der Oibeshter geschickt hat, Gad Anavi, der Prophet Gad, geschickt hat an David Amelech und er hat ihm gegeben drei Möglichkeiten, drei Wahlen, dass er soll auswählen, welche Strafe will er. Hat er gegeben drei Möglichkeiten. Eine soll sein Hunger jetzt 3 Jahre. Oder die zweite, er soll wieder, so wie bei Abschalom, nachgejagt werden von seinen Feinden. Also ein paar, 3 Monate, ich glaube. Oder er soll seine Epidemie. Und David HaMelech gewählt hat die Epidemie. Warum? Weil er gesagt, die anderen zwei, dann, wir sind unter die Macht von Menschen. Unter der Macht von Menschen sehr gefährlich. Weil Menschen sind bei Lebchira, wer weiß, was die entscheiden. Ja, aber besser, lieber sein unter der Kadosh Baruch Hu. Okay? Der Kadosh Baruch Hu sagt, soll sein jetzt eine Epidemie, aber der Oibeshter wird Rachmonus haben. Und was ist passiert? Dann steht geschrieben, dass sind gestorben 70.000 Menschen. 70.000 Menschen sind gestorben in dieser Epidemie. Vayiten Hashem dever b'Israel ma'boker v'ad et moed. Das war von frühmorgen bis et moed. Was ist et moed? Eine gewisse Zeitpunkt. Was war dieser Zeitpunkt? Mai et moed. Amar Shmuel Saba, Chatni der Rabbi Chanina, Beschmei der Rabbi Chanina, sagt der Shmuel der Alte, nicht der Shmuel, was wir kennen, der Kollege von Rab, sondern Shmuel der Alte, er war der Schwiegersohn von Rabbi Chanina. Und er gesagt in den Namen von seinem Schwiegervater, von Rabbi Chanina. Was hat er gesagt? Eigentlich, das war eine Sekunde, also 2 Minuten. Mishat Shchitat Tamid, Atshat Zrikato. Von der Zeit, dass die Tamid, der Korban Tamid wird geschlachtet, also früh morgen, bis man werft de Blut auf dem Isbär. Das heißt, es ist ein paar Minuten. Die paar Minuten haben geschlachtet so viele Menschen. Rabbi Yochanan Amar, nein. Et Moed ad et Chatzot. Das heißt, es war 6 Stunden. Das war genau 6 Stunden. Von Tamid, das heißt von früh morgen bis Mittag. Und dann kommt der Malach HaMavet, kommt der tote Engel und er will jetzt auch kommen in Jerusalem und dort auch Menschen schlachten. Und dann David HaMelech gesagt hat an Hashem, bitte, was sind die Schuld von die unbeschuldigten Menschen? Lieber, dass ich und seine Familie, so hat er gesagt, dass die Familie von David HaMelech, die soll bestrafen werden. Warum gerade die unschuldigen Menschen? Und dann, Vayomer le Malach HaMashchit Ba'am Rav. Der Oibeshter hat gesagt an dem Malach, okay, hör auf. Amar Rabbi Lazar, was heißt Rav? Was heißt hör auf? Amar le HaKadosh Baruch Hu le Malach, Tol li Rav Shebaim, Sheish Bo li Para Mehem Kama Chovot. Das heißt, sagt er, nimmt nicht die Menschen von Jerusalem, sondern nur ein großer, ein wichtiger Mann von Jerusalem. Und damit wird Kapore sein, wenn ein Tzadik stirbt, damit wird Kapara, wird eine Vergebung sein für die ganze Volk, für ganz Jerusalem. Baota Shaa met Avishai ben Zruya, der Neffe von David, Avishai, der Sohn von Zruya, von seiner Schwester, was er sah, ein Sheshakul Keruba Shesanane, war so ein großer Tzadik, so ein großer Rabbiner, was er ist, geglichen wurde zum den meisten von den Sanhedrin, und er gerade gestorben an diesem Zeitpunkt, und damit
Das war die Kapara für die ganze Volk. Da wird nicht gebracht, aber in Navi dort, also in Schmuel dort wird erzählt, was ist passiert, dass dann der Oberste geschickt hat, wieder der Gad Navi, der Prophet Gad, und er hat gesagt an David Amelech, er soll sofort kaufen den Goren Aravna Ibusi, wo der Beit HaMikdash später aufgebaut wurde. Soll sofort dort, David Amelech gegangen zum Aravna Ibusi, und Aravna hat gesagt, was willst du von mir? Sagte, ich will kaufen bei dir dieses Grundstück. Und hat er sofort gekauft bei 50 Shekel, und sofort hat er geopfert ein Korban. Dort gemacht ein Misbeach und geopfert ein Korban, und dann die Epidemie hat sich aufgehört. Das heißt, das war die Ende von dieser Strafe. Aber sagt da die Gemorre, Ubashchit Ra Hashem Vainachem. Was war genau, außer die Korbanot, was war genau die Schuyot, die Verdienste von Am Israel? Das hat gestoppt die Epidemie, die Strafe. Mayra, sehr interessant, Amar Rav, zum ersten, was hat er gesehen? Was wir haben gelesen gestern am Ende von der Parasha. Ra'a Yaakov Avinu. Der Oberste hat gesehen die Verdienste von Yaakov Avinu. Dichtiv. Vayomer Yaakov kasher Ra'am. Weil steht Ra'a Ra'am. Gestern die letzte Pasuk, die vorletzte Pasuk. Was haben wir gesagt? Vayomer Yaakov kasher Ra'am. Der erste Pasuk. Dass wenn Yaakov Avinu geht von Haran, er geht in nach Israel, dann auf dem Weg sieht er die zwei Gruppen von Malachim, wieder, die Malachim, wie Rashi sagt, die Malachim von Eretz Israel, was kommen ihm zu begleiten, die Malachim von Chutzlaretz, was die gehen jetzt weg, und dann zwei Gruppen, deswegen, Vayomer Yaakov kasher Ra'am, Machane Elohim Zeh, Vayikra et Shem HaMakom, Machanaim. Das war die letzte Pasuk von gestern, von der Parashat Vayetze, ja? Und da steht das gleiche Wort, Ra'am, gesehen, dann sagt man, das ist genau der Verdienst von Yaakov Avinu. Die Verdienste von Yaakov Avinu, das hat gebracht, dass der Oberste soll Kapara haben über die Chet von, weil die Gmor vorher sagt, das waren verschiedene Chataim. Sheshbol Iparam im Kamachobot, weil dadurch, dass der Abishai ben Zruya gestorben, damit hat er über verschiedene Averot vergebt, also gegeben Kapara. Allgemeine Verdienste von Yaakov Avinu oder irgendwas Bestimmtes? Es steht allgemeine. Ra'a Yaakov Avinu. Ra'am kann man nicht übersetzen, dass er gesehen wurde. Ja. Ja, sicher. Ra'am bedeutet, dass er hat gesehen die Malachim. Aber nur, dass er war sichtbar. Das ist ja groß. Also, dass der Oberste gesehen hat. Ja. Nur, es steht Vayomer Yaakov Kasheram. Vayomer Yaakov Kasheram. Na, aber auf jeden Fall, die Gmor macht nur eine Gzera Shabbat. Al Ra'am. Ja, genau, die gleiche Wort. Ra'a Ra'am. Genau, steht nicht. Nein. Da, Bar Sho sagt da ein Pirush. Weil die Gruppe von Malachim, die begleiten doch Yaakov, um zu retten von Esav. Und bei mir der Schrabe steht, dass warum die Malachim sind genannt Machane Elokim, Vayomer Yaakov kasher Ra'am, Machane Elokim, sie warum Machane Elokim? Weil die waren 60 Ribo, die waren 600.000 Malachim, haben begleitet Yaakov Avinu. Und das ist so wie Machane Israel. Das ist so genau wie Am Israel war in der Wüste. Machane, deswegen ist es Machane, ein Lager. Was ist Lager? Lager ist 600.000. So wie Machane Israel, Machane Bamidbar, Machane Israel Bamidbar. Ebenso, die Machane Elohim, sagte, steht in Medrash, die waren 600.000. Zweimal so viel. Weil es war die Machane. Weil jedes Mal, von Chutzlar 600.000 und von Israel 600.000. Und das war quasi die Versprechung, die Aftacha von der Kadosh Baruch Hu, dass diese Machane, was ist parallel zu Machane Israel, diese Machane von Malachim, diese Lager von 600.000 Malachim, die Engel, was begleitet haben und beschützt, Jakob, die werden immer, nicht nur Jakob, sondern die Jakob und Israel bis heute, die werden begleiten und beschützen am Israel. Das ist Machane Machane. Das heißt, die Epidemie, was wurde gestoppt in der Zeit von David Amelech, es war gerade
wegen und mit diesem Mittel von diesem Machane, von den Malachim, was haben damals beschützt Jakob Avinu, die beschützen auch, die haben beschützt bei David HaMelech und die werden uns beschützen auch inzwischen. Das ist, was er sagt. Das ist die erste, Mensch, interessant, von unserem Parshat HaShavua. Immer es ist verbunden mit Parshat HaShavua, irgendwie. Egal was. Was man lernt, immer kann man das verbinden. Und Shmuel sagt, Efroshel Yitzchak Ra. Das kennen wir immer, dass die Asche von Yitzchak, das heißt, Akedat Yitzchak, die Opferung von Yitzchak, das immer steht, so wie Abba Benel sagt, steht die Zchuto Shel Am Yisrael, das ist Keren Israel, das immer schützt die Existenz von Am Israel, Shenemar, Elokim, Ire, Loase, steht doch mit einer zukünftigen Terminologie. Wenn Abraham Avinu antwortet Yitzchak, wer ist da der Opfer? Und er sagt, er gibt ihm einen Hinweis, dass vielleicht bist du der Opfer. Dann, wie sagt er, Elokim ir'e lo'ase lo'labni. Steht Elokim ir'e bedeutet jetzt. Aber meint er nein, Elokim ir'e für immer. Das heißt in Zukunft. Ir'e, immer diese Opferung, was wir gemacht haben, gerade jetzt, das wird stehen auf die Gunsten von Am Israel für immer. Das ist gestanden auf den Gunsten von Am Israel, auch in den Zeiten von David, und das gerade gestoppt hat, die Epidemie, was damals war, in den Zeiten von David. Rabbi Yitzchak Nafcha amar Kesef Kippurim Ra, Shenamar, Lakat Kippurim, Ben Israel. Er sagt, Rabbi Yitzchak Nafcha sagt, das selbst, was die Eden gegeben haben, macht Zita Shekel. In den Zeiten von Moshe Rabbeinu, das hat gemacht die Kesef Kippurim auch in den Zeiten von David HaMelech. Das gleiche, wie die Gemara sagt, dass diese Kesef Kippurim haben auch verteidigt die Iden in den Zeiten von Achashverosh, von Amman. Deswegen lesen wir Parashat Shkalim bevor Adar. Ja, kedei lagdim shiklem leshkalav. Da habe ich dir gesagt, hat an David, an Amman, du meinst, dass mit deinem Kessel kannst du was machen an Am Israel? Die haben schon vorher das Geld schon bezahlt. Und das ist immer das Geld, schneller. Immer schneller. Immer schneller ist doch gegeben, ne? Man soll wissen, dass auch mit Jakob, Sulam, wir kennen doch, dass Sulam ist Gematria Mammon. Ioni. Ah? Ioni. Ioni? Oni. Nishita, Bednisch. Ani, okay. Warum? Sulam mutzav arza, veroshom magi ha-shamayma. Man denkt, dass Mammon ist etwas, was ist ganz, ganz gar nicht. Das ist nur wie der Sand auf dem Boden. Aber roshom magi ha-shamayma, man kann mit Kesef machen, mit Geld, mit Mammon, kann man machen viele, viele gute Sachen. Viele heilige Sachen. Roshom magi ha-shamayma, der Kopf von dem Mammon kommt bis oben. Das ist Kesef ha-Kippurim. Und es gibt solche, was sagen, dass gerade was David HaMelech bezahlt hat, die 50 Shekel an Aravna Ibusi für Beit HaMikdash, in diesem Zeitpunkt, das hat gebracht die Kapara. Das ist Kesef Kippurim. Als Verbindung. Als Verbindung zu der originale Kesef Kippurim. Und die letzte ist, war Rabbi Yochanan Amar Beit HaMikdash. Was ist der Verdienst von Am Israel, was hat verteidigt und gerettet Am Israel von der Epidemie, das war Beit HaMikdash Ra, Dichtiv, Behar Hashem Yerae. Das ist Behar Hashem Yerae, und nochmal, das heißt, das ist die Verdienst von Beit HaMikdash, was gerade David HaMelech gekauft hat in diesem Zeitpunkt. Das hat gebracht die Kapara. Ebenso noch zwei Meinungen, Pliege bei Rabbi Yaakov Baride, Rabbi Shom Nachmani, Chad Amar Kesef Kippurim Ra, Vechad Amar Beit HaMikdash Ra, Mustabra Keman Damar Beit HaMikdash Ra, Shenamar Asher Yamer Hashem, Behar Hashem Yerae. Jetzt wieder steht, in bezüglich zu dieser Sache von Beit HaMikdash steht, dass er soll immer gesehen haben, er soll immer wird sichtbar und gesehen haben, und in der Eubischter soll immer das denken, soll immer gedenken, was ist passiert mit Beit HaMikdash in den Zeiten von Avraham Avinu, und das steht für Am Israel, für immer, er soll sie verteidigen und beschützen, der Eubischter soll helfen, er soll uns auch beschützen, Bezrat Hashem, und verteidigen, gerade Machane Elohim soll sein, soll immer begleiten uns und alle Soldaten und alle Entführten, soll sein der Größe in den Sochen. Seid alle gesund, stark und freilich, Herr Schöckhoja. Amen, amen.